Haben wir. Oh. Ich glaube, hier gibt es keinen Händler. Nett. Willkommen im Arsenalbezirk, dem einzigen Ort der Freiheit unter einem verhangenen Himmel. Darf ich vorschlagen, dass du für dich selbst etwas Lösegeld zahlst? 2000 Dukaten sollten genügen. Dann soll er mich halt umbringen, ich hab noch 3 Leben. Freunde, ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt. Vorsicht, diese Klinge hat schon viele Kehlen aufgeschlitzt. Von Schönen wie von Bestien. Hm. Ich möchte umgebracht werden. Schade, dass ich. Schade, dass ich nicht einfach sagen kann. Tu es doch, mach doch, mach doch. Nee, 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 nee. Bedrohen. Nee, Mann, ich will, dass er mich umbringt. Mach ich das denn? Meine Rache wird fürchterlich sein. Tapfere letzte Worte. Es ist die Verfluchte! Kämpft! Das hat mich nicht mal ein Leben gekostet, lol. Oh Mann. Freunde, Freunde, Freunde. Der Plan war gut. Aber eure Arme waren zu kurz. Nein, hab mich sogar ein Leben gekostet, die Aktion. Na. Hübsch hier, auf jeden Fall. Nach London fahren fällt ja leider aus, aber das ist als Ersatz. Es ist saubissig finster hier und ich ahne wirklich, dass ich keinen Händler finden werde. Jedenfalls keinen, der mir vernünftige Preise macht. Dann verticke ich erstmal mein Zeug und versuche, wie mal Heiltränke ranzukriegen. Scarlett, warte auf mich! Oh. Schwester, da bist du ja wieder. Junge! Ich habe Gerüchte gehört, dass sie dich auf die Galeere geschleppt hätten. Und auch Gerüchte, dass du die Galeere versenkt hättest. Was machst du denn hier? Junge! Leon, was machst du denn hier? Ich war es leid, immer nur herumzusitzen. Also habe ich mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Ich habe mich freiwillig für einen Auftrag von Eris gemeldet. Ich kann dir noch nicht alles darüber erzählen, aber jetzt weißt du zumindest, warum ich hier bin. Ach, sehr schön, den muss ich noch von den Toten wieder erwecken. Oder der ist bald auch mein Laberpartner. Das hier ist ein sehr gefährlicher Bezirk. Das kann schon sein. Aber wie du siehst, bin ich bei bester Gesundheit. Du bist gerade durch die Tür reingekommen. Ich habe schon einiges herausgefunden, das dir sehr nützlich sein könnte. Schieß los. Gibt es etwas, das du gern wissen möchtest? Was kostet es denn? Wo hat denn Sophistos gut? Ja, genau. Ich muss wissen, wo Sophistos gelebt hat. Dorthin haben sie seine Leiche gebracht. Es gibt hier einen, der scheint alles über die Leute zu wissen. Ja, super. Sein Name ist Lago. Er ist Repräsentant des Dogen in diesem Bezirk. Toll. Er wird wissen, wo dieser Kerl gelebt hat. Aber vielleicht wird es dir mehr helfen, wenn du dich erstmal in der Taverne umhörst. Ja. Was hab ich? Ich habe einen Brief für eine Frau in einer Taverne. Ja. Die Taverne Schädelbrumm. Geh einfach immer die Treppen hoch. Alle Treppen, die du finden kannst. Und dann stehst du vor der Taverne. Ich frag mich ja gerade, was dieses Hintergrundgeräusch macht, dieses Laute. Was konntest du über das Arsenal herausfinden? Die Leute hier sind ziemlich verschwiegen. Da drüben wirst du einige treffen. Da ist auch ein Laden von einem ziemlich gruseligen Kerl. Aber wenn du wirklich wissen willst, was hier los ist, solltest du die Taverne Schädelbruch aufsuchen. Sie befindet sich auf der obersten Ebene. Viele, viele Treppen führen dich dahin. Pass auf dich auf. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, den ich wirklich Familie nennen kann. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Keine Angst, Schwester. Endlich kann ich meine Fähigkeiten beweisen. Das werde ich nicht vergeigen. Endlich. Endlich wirst du sehen, wozu ich fähig bin. In diesem Sinne mache ich mich gleich wieder an die Arbeit. Ich habe da noch eine sexy Rüstung für dich. Möchtest du die nicht? Deine kleine Schwester wäre irgendwie besser. Also nicht so klein, aber... Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gerne reisen. Ich möchte reisen. Wo möchtest du... Oh! Ach so, gut. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier bis nach... Oh. Oh. Der ist ja extra finster, der Asen. Oh, ich kann gleich an 2 Orten. Oh, das ist interessant. Genau, Bezug Zentrum, Kathedrale, Hintergassen. Boah, ist ja reisemöglich, nicht mit Smartplatz.
Warum tue ich mich denn beim Reisen heilen? Was ist da denn los? Wegen der langen Wartezeit schlafe ich zwischendurch nochmal eine Runde? Und es ist schon wieder Nacht, verdammte Hacke. Da ich ja nicht draußen... Doch, warte mal, kann ich vielleicht rumsitzen und warten? Nicht auf dieser Bank. Verfluch, warum ist es denn Nacht? Das würde natürlich erklären, warum ich im Arsenalbezirk bin, gar nicht hell war. Oh, warte mal, laufen jetzt die korrupten Stadtwachen hier durch die Gegend? Das fände ich auch lustig. Marodeure. Oh, ist... Oh, Alter. Aua. Oh, verschwendet. Alter. Jetzt wieder voll heilen hier. Also mir finde ich die Marodeure wirklich nicht besser. Obwohl, die haben mehr Loot. Das ist ja echt angewöhnt, mehr mit diesen Fähigkeiten zu tun. Extrem stark. Alter, Marodeure. Nachts kannst du dich echt nicht mehr raustrauen, so wie es aussieht. So, ich brauche trotzdem noch ein Bett. Oder irgendwas anderes. Ich möchte jetzt hier nicht... So lange müsste ich auch nicht mal mehr. War ich denn hier überhaupt? Was ist denn hier für eine Bekanntmachung? Der Ufer wird so ein Gewäsche über Papier fressende Monster. Was? Haus betreten. Oh Mann. Papierfressende Monster. Witzig. Vielleicht mit seinem Geist sprechen. Ja, das würde ich gerne mal lernen. Du hast kein Recht, hier zu sein. Fick dich. Ich will auch nur im Keller pennen. Ich will ja nicht mal... Ach, hier habe ich schon geplündert. Die Marodeure. Naja, ich wurde ja vorgewarnt. Die Banditen. Wo kann ich hier vielleicht... Bett, ich brauche ein Bett. Verdammte Hacke. Komme ich endlich mit diesen verdammten Hacke her? Und mir fällt gerade wieder ein, dass ich ja vorhin irgendwas rumphilosophieren wollte über, dass ich mal weibliche Charaktere spiele, könnte irgendwie ein Fail sein, weil ich mich dann ja andauernd über die Klamotten aufrege, weil Game Designer immer noch, also die Grafikerinnen sind meistens Grafikerinnen, aber die Leute, die halt irgendwie den Charakter designen, sind dann irgendwie wieder Männer und oder vielleicht finden es Frauen auch geil, wenn die weibliche Hauptperson weniger Klamotten anhat. Ich weiß es nicht. Wow. Auf jeden Fall ist es deswegen ein Fail, weil ich mich andauernd darüber schwere, dass sie so wenig anhaben. Also jetzt rein vom logischen Standpunkt, also als, so finde ich das ganz gut, aber so von der Logik her finde ich das halt sehr störend, dass die da irgendwie, also mit dieser komischen Wüstenrüstung, das war ja, für den Striptease-Club hätte es gerade so gereicht für den Vorgang. Und dann hinterher weniger, aber so, puh, zum Table Dance, mein Gott, da wäre die Rüstung super gewesen. Obwohl, vielleicht ein bisschen schwierig auszuziehen. Aber sonst normal. Pff, naja. So, verkauft sie mir Healpots oder irgendwas anderes in der Richtung? Was Hallo, kann Jana. Ich für dich tun? Handeln. Zeig mir deine Ware. Pionfer, ich müsste nach. Komm, ich hol die mir jetzt mal alle. Alle. Zack, 200. Habe ich. Warte mal, ich habe doch hier sicherlich noch so Fell rumliegen, oder? Die kann ich beim Kupfererzhändler verticken. Naja. Machete. Naja, die brauche ich im besten Willen nicht. Die Zeiten vorbei. So, jetzt noch zum Antiquariatenhändler und meine Familienerbstücke verticken. Nichts anderes ist das ja. Ich habe die gerade bei mir zu Hause aus dem Keller geholt. Wie kann ich dir helfen? Super, ganz gut. Bitte zeig mir deine Waren. Mir fällt nämlich gerade ein, ich wollte irgendwann mal Tränke mischen und das hat dann absolut nicht geklappt, weil ich zu doof war, unten auf den Tränke-Mischen-Button zu klicken. Nee. Ach so, ich wollte eine Laterne kaufen. Wird Zeit, ne? Ja. Altes Fresko? Nee, brauche ich nicht. Jetzt habe ich auch eine Laterne. Juhu. Habe ich ja schon immer mal versprochen, dass ich eine Laterne mir besorgen würde. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zwei. Habe ich. Ne, erstmal hier Juwelen. Bäm. Goldenes Geschirr. Tran. Was ist denn das? Trockenobst. Das brauche ich noch. Das ist meine Heilreserve. Teufelshut. Ich habe noch Zucker. Naschstück dabei. Krass. Warum ist denn das ein anderer Leuchtkörper der Brackläuferkönigin? Da oben war doch gerade noch einer. Ach, egal jetzt. Nicht lange überlegen, den Leuchtkörper der Brocken. Nee. Oh Mann, ich bin schon wieder... Ah, verdammt, ich hatte schon eine Laterne. Nein, dann möchte ich die doch wieder verticken. Goldener Kerzenhalter, zack. Goldringe und die, die am meisten Geld bringen, die komischen imperialen Münzen. War's das wieder? Das war's so, er hat keine Pots anzubieten. Warte mal, wer... Hat hier überhaupt hier irgendjemand Pots verkauft? Ich glaube nicht, oder? So, jetzt. Inventar hier unten mal lustig auf Trankmischen klicken. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Nicht? Dämmerginster?
Okay. Oh, warte mal, kann ich eigentlich nie überhaupt... ist das ein Skillpunkt, den man lernen muss? Hier eh nicht, aber... eigentlich nie. Erfordert Kräuter und Pionen. Habe ich. Gut. Dann verstehe ich gerade nicht, warum es nicht geht. Ich muss doch... was habe ich jetzt gemacht? Kann ich das da doch... ich habe eine Piole und ich habe Dämmergens dazu, einen Bleistift. Ich habe hier auch noch andere lustige Pflanzen. Weiß voll, Metallenergie brauche ich eher nicht. Steinlinie hier, komm. Jetzt kann ich das irgendwie nicht. Wie geht denn das? Jetzt habe ich zwar den Alchemie-Button gefunden, bin aber immer noch zu doof. Das, den kann ich, der ist auch ausgegraut. Ich kann nichts machen damit. Oder brauche ich dafür irgendwie einen speziellen Tisch? Regisseur! Ja. Bitte zeig mir dein. Ich kaufe jetzt erstmal aus Verzweiflung, kaufe ich jetzt erstmal Äpfel ein. Weil die wiegen ja nichts. Und Birnen. Weil solange ich hier dermaßen damit rumfail, Heatpot zu kaufen, muss ich mich wohl oder übel auf Gemüse einfahren. Und Kohle habe ich ja eh genug. Irgendwas von so kleinen Sachen wie Dings. So, kann sie mir vielleicht nochmal. Was kann ich für dich tun? Habe ich bei ihr nicht eigentlich nie gelernt? Über die Güter. Was bietest du nochmal? Ich verkaufe Jagdzubehör. Zudem kann ich Rüstungen anpassen. Und ich beherrsche die Fertigkeiten. Warte mal. Welche Art von... wenn du eine... allerdings... stimmt. Später vielleicht. Bei ihr sind die Preise wirklich höher. Zeig mir deine Waren. Willst du nicht so eine tolle, wohlfeine, gebundene Rüstung haben? Zack. Meine Waffen kann ich eigentlich immer verticken bei den Freunden hier. Die haben ja keine Vorzugspreise. Balancierte Bastardschwerter. Naja, noch eine Lederrüstung. Eine Lederrüstung angepasst. Die kann ich nicht verticken, oder? Doch, kann ich. Sehr gut, dann kommt die jetzt weg. Riesengroße persische Kriegsäxte und... ach nee, ich habe alle Waffen. So, der Knochen. 18 Schaden versus 60 beim Shantori. Gut. Da muss ich auch direkt mal die Laternentaste finden, aber erst möchte ich wieder Boot fahren. Wieder zurück in den Arsenalbezug. Da muss ich ja eh noch ein Paket abliefern. Und. Tausch. Ja, was ist denn hier? Junge, was ist mit den Marodeuren hier rumlaufen? Das ist nicht okay. Ich denke, ihr sorgt hier für Recht und Ordnung. Oder nur tagsüber. Was ist, wenn ich mal saufen gehen würde und dann ein bisschen später nach Hause komme? Ich wie? Da. Dann wie kann ich dir helfen? Ich möchte reiten. Wo möchtest du hin? So, wie würde ich den Gondolieren eher nicht trauen? Oh, Schnellreisesystem. Hervorragend. Es fehlt nur ein Teleportsystem, um wieder zurück zum Heimatdorf zu kommen. Habe ich zwar kein echtes Interesse dran, aber ich würde es einfach können. Einfach nur, weil es kann. Yay, Steinlilie. Steinlilie, meine ich. Da kann ich nur... es geht ja auch einfach nicht, wenn man... ich glaube, hier ist es generell immer düster, egal ob Tag oder Nacht. So, ich muss mal kurz die Taste rausfinden, mit der ich hier meine verdammte Fackel anmachen kann. Tastenbelegung. Laterne benutzen, L. Gut, das hätten wir auch. Wuhu! Boah, eine Erleuchtung, das Ding. Ja, und so viel Brennmaterial, wie ich dabei habe, wird das ewig halten. Kommt ihr jetzt hier rüber? Ne, rennt rum. Na, mach mal. Boah, einen Viewer-Dienst mache ich jetzt ja schon wieder, ne? Mit meiner tollen Laterne. Oh Gott, wie lange wird denn die halten? Komm ich hier durch? Ne, nicht durch. Verdammte Hacke. Mann, Haut, was ist denn hier so abartig? Ich kann gerade nicht nach unten gucken. Doch, jetzt kann ich. Zimmer betreten, jawohl. Hallo? Oh, hallo. Möchte jemand mit mir reden? Oh, hallo. Oh, hallo. Ich ahne, wer keinen Eigennamen hat, der möchte auch nicht mit mir sprechen. Naja, so richtig düster ist es ja nicht. Packen wir mal die Laterne weg. Ist ja doch relativ hell hier. Ja, Brot aufheben. Na? Sagt keiner was gegen? Gut. Dann räume ich euch jetzt den Tisch leer. Da kenne ich ja nichts, Freunde. Naja, im Diebesbezug scheint das nicht so
Da hat keiner ein Problem mit, wenn ich jetzt die strategischen Brotvorräte plündere und hier noch die Schränke durchsuche, die schon durchsucht sind. Verdammt. Nicht von mir.